herzlich willkommen zu einem neuen Unpacking bei World Control RC. Ganz kurz vorab, oben seht ihr wieder Werbevideo. Was bedeutet das? Nein, ich bekomme für dieses Unpacking kein Geld. Ich habe mir das Produkt selber gekauft. Ich muss es lediglich oben reinschreiben wegen der YouTube-Richtlinien, da ich hier ein Produkt bewerbe. Ja, was möchte ich euch eigentlich zeigen? Ich habe mir ein neues Boot der Firma Carson gekauft, und zwar den Fischkutter. Warum mache ich dieses Unpacking? Dieses Unpacking mache ich, weil ich noch so wirklich gar kein Unpacking von diesem Boot gesehen habe. Die Leute hatten es gleich immer ausgepackt und ja, es wurde auch nicht da viel zu gesagt. Deswegen wollte ich euch dieses Boot ganz gerne einmal vorstellen. Warum ausgerechnet dieses Boot? Ich habe von der Firma Carson bereits das Feuerlöschboot. Das kann ich euch unten gerne mal verlinken. Dazu habe ich ein Unpacking gemacht. Und auf dieser Plattform basiert der Fischkutter Cux 13. Die Cux 13 habe ich mal gegoogelt und so wie es aussieht, hat es die tatsächlich mal gegeben in der Farbe Rot. Lief in Cuxhaven, wie es der Name Cux schon vermuten lässt. Und ich meine, sie ist mal irgendwie im Hafenbecken gesunken, war auf alle Fälle auch ein Fischkutter, Spitzname Seerose. Könnt ihr ja mal googeln, wenn euch das interessiert. Erstmal zu den Features. Warum dieses Boot? Dieses Boot hat wieder eine Lichtfunktion. Dieses Boot hat etwas ganz Tolles. Wie so ein richtiger Fischkutter lassen sich die Netze oben ausfahren. Der Fischkutter hat natürlich auch wieder den bekannten Diesel-Sound, wie wir ihn aus dem Feuerlöschboot kennen. Eine richtig coole Kabinenbeleuchtung von innen. Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Boot. Ich hätte gesagt, bevor wir jetzt lange um den Brei herumreden, wir packen das Ding mal ganz schnell aus. Für euch im Zeitraffer, damit es nicht so lange dauert. Wunderbar, das Schiff ist ausgepackt. Das habt ihr zum Glück im Zeitraffer gesehen. Also das Boot ist wirklich verdammt gut eingepackt. Ja, das ist mir damals auch schon bei dem Feuerlöschboot aufgefallen. Das macht Carson wirklich ganz prima. Wir schauen uns erstmal an, was im Lieferumfang enthalten ist. Wie ihr sicherlich schon gesehen habt, ist dieses Boot 100% ready to run. Das bedeutet also, ihr könnt damit direkt an den Deich fahren. Ihr braucht nur noch den Akku laden und schon geht's los. Gut, wir schauen einmal kurz, was damit bei ist. Wir haben also natürlich die Cux 13, den Fischkutter, eine Fernsteuerung dazu, das passende Ladegerät für den Akku hier vorne, ein Halsband, womit wir uns die Fernbedienung um den Hals hängen können und Batterien gleich für die Fernsteuerung. Wie ist mein erster Eindruck zu dem Boot? Ich denke, man darf nicht zu viel erwarten. Es ist immerhin ein Fertigmodell. Also es kann bei weitem nicht anstinken mit den richtig guten Modellschiffen von den richtigen Modellbauern. Aber ich denke, für den Einstieg oder auch für Kiddies ist das eine ganz schöne Sache. Bei mir ist zum Beispiel ist es so, ich möchte nicht 1000 Euro auf dem Wasser schwimmen haben, sondern da bleibe ich lieber bei meinen Autos. Wenn da mal was mit ist, komme ich dran. Das habe ich bei Booten nicht. Deswegen kaufe ich mir ganz gerne solche Boote, weil ich habe im Bootsbau einfach keine Erfahrung. Und ich finde, dass Carson hier einen ganz guten Job macht, für den Preis hier was ganz Schickes auf die Beine stellt. Form ist bekannt von dem Feuerlöschboot. Dort hat es sich absolut bewährt. Ich werde mal schauen, wie dieses Boot sich auf dem Wasser verhält. Denn dieses Boot ist 300 Gramm leichter. Hat hier oben vielleicht durch die Netze einen leichten höheren Schwerpunkt. Aber wir schauen mal. Ich bin ganz gespannt. Bis jetzt ist alles gut verlaufen. Ich kann euch das hier vorne mal zeigen. Wir haben hier so ein bisschen Scale-Optik tatsächlich mit dabei. Das gefällt mir ganz gut. Und ich würde jetzt ganz gerne mal die Funktion einmal überprüfen. Was ich schon gesehen habe, wir können hier oben das Ganze, die Fischernetze einklappen für den Notfall. Das finde ich für den Transport ganz praktisch. Das ist eine super Sache. Und dann können wir es auch gleichzeitig wieder hochklicken. Zack. So, und schon ist es wieder dran. Das finde ich schon mal super.
Hier unten kommt anscheinend der Fahrakku rein. Die Verriegelung kennt man auch schon von dem Feuerlöschboot. Ah ja, wunderbar. Die Klappe kann man abnehmen. So sieht das Ganze dann im Inneren aus. Ich hoffe, man erkennt es so ein bisschen. Wir können das Soundmodul an- und ausschalten. Wir haben ein bisschen Styropor hier drin, dass das Boot nicht untergeht, wenn es mal voll mit Wasser läuft oder zumindest noch einigermaßen oben bleibt. Und hier im Inneren befindet sich eine Kiste, wo der Akku reinkommt. Auch bekannt aus dem Feuerlöschboot. Hier ist diese kleine Kiste. Hier haben wir den Kabel dran. Und hier setzen wir jetzt einfach mal den Akku ein. Ich nehme jetzt den Akku aus dem Feuerlöschboot, weil der ist geladen. Ich weiß nicht, wie viel Spannung dieser Akku noch hat, der da drin ist, der beim Kauf mit dabei war. Deswegen setze ich jetzt das hier einfach mal ein. Das ist identischer Akku, damit wir einfach mal hier einen kurzen Funktionstest machen können. Ich baue das Ganze wieder ein. Das geht wunderbar. Ein Ausschalter befindet sich auf der Rückseite von der Brücke. Fernbedienung einmal anschalten. Auch hier habe ich schon Batterien eingelegt, damit ihr nicht so lange warten müsst. Und wir machen es mal an. Ah, okay, wir sehen also hier oben gehen schon mal die Positionsleuchten an. Das gefällt mir schon mal ganz prima. So, die Klappe hier geht wunderbar auf. Und jetzt wollen wir mal schauen, wir haben hier verschiedene Funktionen. Und zwar haben wir hier oben so kleine Kippschalter, das dürfte ganz gut funktionieren. Und die probieren wir jetzt einfach mal aus und schauen, was damit so passiert. Ah, okay. Das ist also der bekannte Diesel-Sound. Ich hoffe, man hört ihn ein wenig. Man hat hier auch das Nebelhorn dazu. Das klingt sehr, sehr schön, ist allerdings für meinen Geschmack, wie ich es auch beim Feuerlöschboot empfunden habe, etwas leise. Hier hätte Carson ruhig etwas lauter das Ganze gestalten können, weil sobald das Boot 5 Meter auf dem See ist, ist es so gut wie nicht mehr zu hören. Das ist etwas schade, aber immer noch okay. So, was gibt es noch für eine Funktion? Wir haben hier oben einen weiteren Kipphebel, damit können wir das Licht anmachen. Wir haben hier vorne unseren Suchscheinwerfer, ihr seht ihn hier oben drauf sitzen. Das ist ziemlich cool und auch im Inneren, die Brücke, die leuchtet richtig toll. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, aber ich denke, das ist ganz gut zu sehen. Hier könnt ihr das Licht so ein bisschen variieren. So, wir schauen mal, ob sich die Netze auch ausfahren lassen, wie es die Beschreibung darlegt. Ah, okay, das ist jetzt hinten das Ruder. Aber die Netze. Ah, okay. Also ihr müsst diesen Lenkhebel nach oben und nach unten drücken, damit sich die Netze bewegen. Okay, die Netze bewegen sich. Allerdings haben die ein wenig Schwierigkeit, aus dieser horizontalen Position rauszufahren. Ich hoffe, man kann es vielleicht ein klein wenig sehen. Ich werde das Boot mal drehen in eure Richtung. Ich denke, dann könnt ihr es ganz gut sehen. So, einmal von vorne der gute Kahn. Wir testen es mal. Das ist hoch und runter. So, jetzt brauchen die beiden so einen leichten Anschub, weil sie sonst nicht wirklich in die Waagerechte gehen wollen. Ah, okay, hier kommt was. Ja, gut. Hier müsste ich mal schauen, ob man hier oben vielleicht irgendwie ein Gewicht dran macht. Oder sie einfach nicht komplett hochfährt, das wäre sonst auch noch eine Sache. Das sieht doch auf alle Fälle schon mal ziemlich cool aus. Wie es dann letztendlich im Wasser funktioniert, müsste ich gucken. Hier unten sind so kleine Gewichte dran. Vielleicht ziehen die das auch so ein bisschen auseinander. Ich hoffe, dass es reibungsloser klappt, wenn das Boot im Wasser ist. Wir fahren es mal zusammen, da erwarte ich keine Probleme. So, und jetzt fahren wir sie mal wieder runter, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Also mein Tipp an euch, fahrt die Dinger nicht komplett hoch. Fahrt sie am besten während der Fahrt aus, sodass das Wasser hier so ein bisschen das Ganze runterziehen kann.
Vielleicht macht man hier unten noch ein paar Gewichte dran. Das stelle ich mir auch ganz gut vor, wenn man da was ein bisschen schwerer hat, dass die Seile hier einfach auf Spannung sind. Das wäre ganz prima. Wahnsinnig viel weiter möchte ich euch gar nicht hiermit aufhalten. Also auf den ersten Blick ist es für mich eine Kaufempfehlung, da ich für diesen Preis finde, dass dieses Modell sehr detailgetreu ist, so ein paar Feinheiten dabei hat und dieses Boot ist halt schon komplett fertig. Also ich könnte es jetzt nicht so ohne weiteres selber bauen, sage ich ganz ehrlich. Dieses Boot bewegt sich zwischen 140 und 180 Euro ungefähr im Netz. Das ist so meine Erfahrung. Ihr könnt ja gerne mal eure Erfahrungen drunter schreiben, was ihr meint, ob dieses Boot etwas für euch ist oder ob ihr sagt, nee, das gefällt mir gar nicht, das würde mich mal interessieren. Ja, viel länger möchte ich euch auch gar nicht aufhalten. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick zu dieser Cux 13 hier geben, zum Fischkutter von Carson. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge für dieses Modell habt, wenn euch hier irgendwie was einfällt. Vielleicht habt ihr selber schon Erfahrungen gemacht. Das würde mich freuen, wenn wir da so ein bisschen drüber fachsimpeln können. Alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal auf World Control RC.